Wie fährt sich ein Zug bei Schnee und Eis? Das hat mich ein Follower gefragt. Da hatte ich aber wenig Zeit zu antworten. Darum jetzt ein Video. Und ich habe extra gewartet, bis es mal schneit und bis es mal kalt ist. Ja. Damit ich mich selber nochmal überprüfen kann, wie fährt sich das eigentlich. Und was glaubt ihr, wie fährt sich's? Von der Straße wissen wir es ja. Ja, wenn es da voller Schnee ist oder wenn die Straße eisbedeckt ist, ja, da haben wir verloren. Ne? Da ist es ein Gerutsche rechts und links, da kann man nicht beschleunigen, da kann man nicht bremsen, da ist alles scheiße. Da möchte ich auch kein Busfahrer sein. Und auch kein Pendler oder LKW-Fahrer, ihr Armen. Nur Mist. Und wie ist es jetzt hier auf der Schiene? Also im Vergleich zur Straße, wunderbar. Keine Probleme. Das hört sich blöd an, ne? Weil sobald die erste Schneeflocke fällt, ist bei der Bahn sowieso immer alles aus, da frieren Weichen ein, da fallen Züge aus. Das liegt aber nicht daran, dass wir nicht gut fahren können, das sind andere Gründe. Wenn wir rein nur aufs Fahren das Augenmerk legen, dann ist das eigentlich alles gut. Ja? Wir haben so eine Auflagefläche, Rad auf Schiene, und da sind sehr viele Tonnen drauf. Das heißt also, das Rad... Das schiebt alles weg, was es da an Schnee und an Eis gibt. Es bricht das Eis weg und alle anderen Achsen hinter der ersten, die wissen gar nicht mal, dass da vorne mal Schnee lag. Ja? Da kann die Schiene, da kann das Gleis bedeckt sein. Man kann es schon gar nicht mehr sehen. Ja? Ich kann schon gar nicht mehr sehen, wo ich hinfahre. Passiert trotzdem nichts. Erstens ist es ja zwangsgeführtes Fahrzeug. Ja? Ich kann schon mal nicht rechts und links irgendwie runter. Ja? Und zweitens, ja, wie gesagt, so eine Auflagefläche, sehr viel Tonnen, passiert einfach nicht viel. Ich kann trotzdem gut beschleunigen, ich kann trotzdem gut bremsen. Ein bisschen schlechter, als wenn die Schiene trocken wäre, klar. Aber nicht so, dass man dann sagen muss, im Winter ist alles scheiße. Ein bisschen schlechter. Es ist eher gefährlich, wenn es anfängt mit Schneien oder anfängt mit Regnen oder wenn Laub drauf liegt. Das ist immer das Problem. Ne? So beginnender Regen, wenn sich der Staub auf der Schiene mit diesem Regen zu so einem Matsch verbindet, ja, oder Laub zu so einer schmierigen, zu so einem Schmierfilm wird. Das ist gefährlich, aber Schnee, Eis, eigentlich nicht. Ja. Ein größeres Problem ist die Scheibenbremse. Die wirkt nämlich nicht mehr so gut, wenn die vereist ist, wenn der zu kalt wird. Ja. Und ich hatte schon mal dieses Problem, dass ich im Allgäu Richtung Kempten fuhr und sehr, sehr, sehr spät zum Halten gekommen bin an einem Bahnsteig, weil der Schnee so hoch war, dass man hinten sehen konnte, dass meine Scheibenbremse, wo meine Scheibenbremse ist, weil die hat nämlich Rillen in den Schnee reingeschoben. Ja. Die hat Rillen hinterlassen, so hoch war der Schnee. So, da wird die natürlich extrem gekühlt. Ja. Und der kalte Bremse ist scheiße. Die wollen ja auch eine Betriebstemperatur, eine gewisse. Ja, und da hat man es halt wieder gemerkt, habe ich eingebremst und man hat nichts gemerkt. Da bin ich erst sehr spät zum Halten gekommen. Da mussten alle durch den Schnee laufen bis zu mir, weil ja bloß der Hauptbahnsteig geräumt war und dahinter hat man sich gespart. Ja, und dann kam die auch noch vor und hat dann geschimpft. Warum haben sie so spät angehalten? War keine Absicht, tut mir leid, die Bremse war vereist. Ja, da muss man halt früher bremsen. Ja, muss man. Ist so. Ja. Und deswegen ist es tatsächlich auch so, dass wir im Winter, wenn es kalt ist und viel Flugschnee ist, dass wir dann, auch wenn wir nicht anhalten müssen, mal die Bremse betätigen müssen. Ja? Da wird eingebremst, ja? Und dann wird so lange gewartet, bis man eine spürbare Bremswirkung merkt. Ja? Damit die Scheibenbremsen mal arbeiten können, damit da mal Schnee und Eis runtergeraspelt wird. So. Dann wird wieder die Bremse gelöst und dann fahren wir weiter. Ja, das machen wir so alle 10, 20 Minuten, dass wir wissen, okay, im Notfall funktionieren die Bremsen. Und wenn wir da vorne anhalten wollen, dann funktionieren die auch. Das ist prima. Ja? So, also, wie ist das nun, das Fahren bei Schnee und Eis mit dem Zug? Also, gegenüber der Straße viel, viel besser. Gegenüber einem Sommertag bei der Bahn nur ein bisschen schlechter. Nur ein bisschen. Ja? Braucht man also keine Angst haben. Bei Schnee und Eis fährt sich's mit dem Zug eigentlich auch genauso cool. Ah, wie schön das ist, wenn alles weiß ist. Man sieht nicht, wo die Schiene hingeht. Fährt so über so ein weißes Feld. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Okay, tschüss.